Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute etwas erzählen über den in der Praxis häufig schwierigen Austausch von PV-Modulen. Viele von Ihnen haben PV-Module beispielsweise auf Ihren Hausdächern und irgendwann nach einigen Jahren Laufzeit möchte man das ein oder andere Modul austauschen. Aus unterschiedlichsten Gründen, weil es nicht mehr funktioniert, weil es vielleicht nicht die Leistung bringt und die Module heute kostengünstig zu erwerben sind, vielleicht auch nur, weil es Ihnen nicht mehr gefällt, weil diese Schneckenspuren, die man ja immer wieder kennt, drauf sind. Wenn Sie jetzt einfach hergehen und sich neue Module kaufen und das ein oder andere auswechseln, denken Sie, das ist juristisch völlig unproblematisch. Das ist es in der Praxis allerdings nicht. Denn nach dem EEG, also dem Erneuerbaren Energiengesetz, das ja für Ihre Vergütung verantwortlich ist, zählt jedes einzelne Modul als eigenständige Anlage. Das heißt, wenn Sie ein Modul rausnehmen mit einer noch sehr hohen Vergütung, die Sie vielleicht heute noch haben, und setzen ein neues an diese Stelle, gilt im Grundsatz, dass dieses Modul eine komplette Neuanlage ist und eine neue Vergütung erhält. Das heißt also, Sie kriegen mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich weniger an Vergütung für dieses Modul, als Sie bisher erhalten haben. Ein weiteres Problem: dieses neue Modul müsste ins Anlagenregister bzw. heute heißt es bereits Marktstammdatenregister bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden, damit Sie überhaupt Vergütung erhalten. Solange Sie das also nicht tun, würde dieses Modul gar keine Vergütung erhalten. Sie sehen, hier ist größte Vorsicht geboten. Das Gesetz selbst sieht allerdings drei Tatbestände vor, unter denen es zulässig ist, ein Modul auszutauschen, ohne dass es seine alte Vergütung verliert. Punkt 1 ist der sogenannte technische Defekt. Unter technischem Defekt versteht man Produktionsmangel und Verschleiß. Das heißt also, wenn von vornherein das Modul nicht in Ordnung war, wenn es nie die Leistung gebracht hat oder jetzt tatsächlich durch Verschleiß am Ende ist, technisch am Ende, dann kann man es problemlos tauschen. Ein zweiter Tatbestand ist die sogenannte Beschädigung. Heißt, juristisch definiert man das als Einwirkung von außen. Das kann sein, dass das durch Menschen passiert, das kann aber auch zum Beispiel durch Umwelteinflüsse sein, Hagel- oder Sturmschäden. In diesen Fällen kann man problemlos das Modul tauschen. Und der dritte Fall, der auch vom Gesetzgeber privilegiert ist, ist der Diebstahl, der leider in der Praxis deutlich häufiger vorkommt, als man häufig meint. Das heißt also, wenn ich entweder einen technischen Defekt habe, wenn das Modul beschädigt ist oder es mir gestohlen wurde, dann darf ich es austauschen, ohne dass ich meine alte hohe Vergütung riskiere. Wenn ich aus sonstigen Gründen austausche, zum Beispiel mir gefällt es nicht mehr, dass da Schneckenspuren drauf sind, dann verliere ich meine Vergütung. Und das muss jedem Anlagenbetreiber bewusst sein. Heißt, bevor Sie tauschen, informieren Sie sich ausreichend darüber und vor allem dokumentieren Sie. Das Problem ist nämlich, dass nach vielen Jahren der Netzbetreiber möglicherweise auf die Idee kommt, mal Ihre Anlage zu prüfen und stellt fest, es sind neue Module drauf und er weiß nichts davon. Das im Nachgang dann zu dokumentieren wird schwierig. Deswegen dokumentieren Sie von vornherein ordentlich und vielleicht noch besser, klären Sie das im Vorfeld mit Ihrem Netzbetreiber ab. Heißt als Fazit, Modultausch ist also grundsätzlich möglich, allerdings achten Sie auf die juristischen Fallstricke nur unter den drei genannten Voraussetzungen und die sollten Sie entsprechend dokumentieren.